Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein New In für euch, und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, ich hatte keine neue Eyeshadow Base, deswegen habe ich die schon drauf gemacht. Ich habe als erstes die Revival of Me Take Me to Beach Eyeshadow Palette, das ist diese hier. Ignoriert den Hund bitte. Genau, die werde ich auf jeden Fall testen und vorher swatche ich euch das einmal. So, das sind die Swatches der Palette. Ja, es sind ja nur 5 Farben. Das Blau ist ein bisschen schwach auf der Brust. Die Schimmerfarben sind ganz gut. Und der Braune ist auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Also wir müssen mal gucken, wie das auf dem Auge funktioniert. Aber das sind auf jeden Fall erstmal die Swatches. Ich habe eben den silbernen Ton hier vom Arm weggemacht und habe jetzt überall Glitzer. Also das ist ein sehr starker Glitzerton anscheinend. Ich weiß auch noch nicht so recht, was ich schminken will. Viel Auswahl ist ja nicht. Ich denke, ich werde das Silber benutzen, weil, weiß ich nicht, den Blauen werde ich höchstens irgendwie als Highlight nehmen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich fange erstmal an. Als erstes gehe ich dann in das Braun. Sieht schon sehr pigmentiert aus. Das Braun ist ein bisschen schwierig auszublenden. Soweit soll das erstmal reichen. Ich schaue gleich mal, ob man das auf jeden Fall noch besser ausblenden kann. Jetzt werde ich in das Blau noch ein bisschen gehen. Ja, das ist wie in der Palette. Ziemlich schwach auf der Brust. Also wie beim Swatch auch. Ja, aber das Blau ist ziemlich schwach auf der Brust. Ich versuche das mal ein bisschen auszublenden. Okay, wenn ich es ausblende, wird es grau. Seht ihr das? Also kaum blaue Pigmente mehr, sondern wird dann so grau und matschig. Bin ich jetzt nicht so überzeugt von, um ehrlich zu sein. So, danach gehe ich in das Silber. Okay, mit dem Pinsel geht das schon mal nicht. Mit dem flachen Pinsel geht das auch nicht. Machen wir es mit dem Finger. Aber ich mag ja keine Farben, ne, die man nur mit dem Finger auftragen kann. Aber da gibt es dann einen richtig metallischen Effekt hier. Ich finde halt, mit den Fingern kannst du nicht so präzise arbeiten. Und das nervt mich immer. So, jetzt gehe ich nochmal in das Braun. Um da drüber so ein bisschen nochmal auszublenden. Aber seht ihr, von dem Blau hier hinten sieht man gar nichts mehr. Das ist nur noch so eine graue Matschepampe. So, soweit erstmal. Nervensäge, du. Danach gehe ich in den Goldton. Okay, das geht noch nicht. Muss ich auch gleich mit dem Finger machen. Aber erstmal gehen wir dann weiter. Dafür mache ich jetzt erstmal hier unterm Auge das sauber. Also der erste Eindruck von der Palette ist jetzt erstmal nicht so gut. Wir schauen mal, ob ich da noch was Schönes gezaubert kriege. Ich bezweifle das, aber man weiß ja nie. Ja, als nächstes... Ach guck mal, ich habe hier Pinsel vergessen. Ich hätte noch einen gehabt. Naja, egal. Als nächstes... brauchen wir Foundation und Primer und so. Da habe ich jetzt gerade nichts Neues, was ich ausprobieren möchte. Also ich hätte schon was Neues. Aber ich möchte lieber was Altes benutzen und nichts Neues mehr aufmachen. Deswegen mache ich das einmal fertig und komme dann wieder, wenn wir zu Blush und Highlighter und Bronzer kommen. So, die Foundation und der Concealer ist fertig. Der Primer auch. Und jetzt widmen wir uns mal Blush, Bronzer und Highlighter. Da habe ich hier diese Palette von Catrice aus der Secret Garden LE. Das sind alles Creme-Produkte.
Und die wollen wir doch jetzt mal austesten. Als erstes nehmen wir hier den Bronzer und den Pinsel, der in der LE dabei war. Der Bronzerton macht einen ganz guten Eindruck eigentlich. Nur ich fürchte, dass das alles nicht so perfekt ist für meine Mischhaut, weil ich sehe jetzt schon aus wie so eine Speckschwarte. Naja, wir schauen mal. Das ist auf jeden Fall der Bronzer. Das macht erstmal einen ganz guten Eindruck, finde ich. Wir nehmen jetzt einfach aus Bequemlichkeitsgründen, nehmen wir den gleichen Pinsel und gehen in den Blush. Na, beziehungsweise Blush könnte ich auch mit den anderen Pinsel aufnehmen. Dann nehme ich meinen Blush-Pinsel, ganz normal. Das ist auf jeden Fall sehr gut pigmentiert und das ist so ein rötlicher Ton. Kriegt man gleich ausgeblendet hier. Overblush des Todes. Rudolf bin ich jetzt auch noch, das wird zu viel hier. Das war jetzt erstmal der Blush und jetzt nehme ich einfach meinen Highlighter-Pinsel und gehe in den Highlighter-Ton, aber in den oberen hier. Das ist jetzt natürlich Speckschwarte lässt grüßen, ne? Aber irgendwie ist meine Foundation, die ich benutzt habe, auch nicht so gut mehr. Ich fürchte, die werde ich aussortieren müssen, weil, ja, weil das halt so ist, ne? Ah, oh, mein Mikro blinkt schon wieder. So, ich habe auch ein Freckle Pen aus der neuen LE von Revive Loves Me, Take Me to the Beach. Ja, ich habe ja auch den Frack, da finde ich aber die Farbe nicht so schön, um ehrlich zu sein. Deswegen schauen wir mal wieder hier. Das sieht auf jeden Fall vielversprechender aus. Ja, also die Farbe ist auf jeden Fall besser, aber man sieht sie gerade gar nicht, weil ich eine recht dunkle Foundation drauf habe. Deshalb, ich weiß noch nicht, ich muss es halt testen, wenn ich nicht so eine deckende Foundation drauf habe oder halt überhaupt keine Foundation drauf habe. So, ich pudere mich jetzt mal kurz ab und dann komme ich wieder. So, ich habe das Ganze jetzt einmal abgepudert und fixiert. Ich werde jetzt einmal den unteren Wimpernkranz noch machen und ich habe mir überlegt, dass ich da einfach das Blau nehme. In der Hoffnung, dass das funktioniert, nicht krümelt. Nein, so kriege ich alles ins Auge. Ich nehme so einen Pinsel. Soweit, so gut. Ja. Also wenn man das nicht ausblendet, dann geht das auf jeden Fall. Aber sobald man es irgendwie ausblendet, ist es halt nicht mehr blau. So, ich werde jetzt einmal hier von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz ausprobieren. Ich habe ja ein paar Lücken wieder. Und die werde ich mal auffüllen. Ich habe hier die Farbe Medium Brown. Hier vorne habe ich schon wieder ein bisschen Lücken. Die Tonqualität ist jetzt leider auch wieder schlechter, weil mein Mikro sich wieder verabschiedet hat. Ich muss mir angewöhnen, nach jedem Video drehen, das Mikro zu laden. Und der kleine Quälgeist ist ja auch im Hintergrund. Ja, der macht einen ganz guten Eindruck, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber ob der so viel Geld wert ist, das weiß ich allerdings nicht, weil die aus der Drogerie sind auch schon ganz gut und machen ihren Job. Gigi. Okay. Ja,
Also die aus der Drogerie machen auf jeden Fall auch schon ihren Job. Deshalb glaube ich nicht, dass man unbedingt den von Anastasia Beverly Hills braucht. Ja, so, bist du jetzt ruhig, ja? Ja, bist du hier zufrieden? Stimmt hier? So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch Mascara auftragen. Und dann komme ich wieder, weil ich habe einen neuen Lash Glue Liner, den ich auch austesten möchte. Und das machen wir dann zusammen. So, ich habe vergessen, dass ich den Liner ja vorher machen muss. Also das ist der Duo Line It Lash It. So sieht er aus. Der ist halt durchsichtig und da steht, das ist übrigens die Spitze, also wie ein normaler Wimpernkleber. Da steht zwei Schichten machen und dann die Wimpern applizieren. Also man geht eigentlich nur hier am Wimpernkranz längs. So. Wir machen das natürlich zweimal, wie es da steht. Auf der anderen Seite auch. So, jetzt werde ich aber die Mascara machen und dann komme ich nochmal wieder, um die Wimpern anzukleben. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, es funktioniert gut. Ja, also das hat sehr gut funktioniert. Ich kann das jedem empfehlen, der nicht so talentiert ist im Wimpernkleben, weil ich sag mal, an den Wimpernkranz längs ziehen eine Linie kann eigentlich jeder. Und deshalb, ja, wenn ihr sonst immer Probleme habt mit Wimpernkleben, versucht es einfach mal damit. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das ist mein fertiger Look. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Die Wimper habe ich tatsächlich ein bisschen weiter weggeklebt, also nicht ganz so optimal. Ich muss jetzt ganz schnell machen, weil mein Akku ist nämlich leer. Ich werde den Lash Glue Liner werde ich behalten. Die Cremepalette von Catrice werde ich auch behalten und noch weiter testen. Den Under Eye Brightener werde ich auch behalten. Der macht einen ganz guten Eindruck. Und wenn ich ihn für mich nicht verwende, brauche ich ihn auf jeden Fall für andere. Dann habe ich hier den Brow Wiz, den werde ich auch behalten. Und zu guter Letzt die Palette, die wird mich wohl verlassen, weil die ist ziemlich schwach auf der Brust und gefällt mir einfach nicht so. Ja, ihr Lieben, es tut mir leid, ich muss das jetzt ganz schnell beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.